Ja, ich habe gedacht, er will mich aus dem Zimmer locken. Ach, Unsinn. Ich habe angerufen, weil ich wissen wollte, ob was passiert ist. Liest du sowas? Um 0 Uhr schnappt die Falle zu. Na, kein Wunder. Vielleicht sollten wir doch mal in der Wohnung nachsehen. Was meinst du, Schwiegermama? Herr von Strychninski ist mit der ältesten Tochter von Frau Debisch verheiratet. Aber ist das schon Grund genug, um ihm das Recht zu geben, so ohne weiteres die Wohnung der Familie Laroche zu durchsuchen? Na gut, Frau Debisch ist weitläufig mit der Familie verwandt. Aber Herr von Strychninski, von dem Viktors Vater sagt, er ist ein Mann, der das Kunststück fertigbringt, zu existieren, ohne jemals gearbeitet zu haben. Viktor ahnt schon, was gleich kommen wird. Obwohl sich der alte Herr Debisch, in der Verwandtschaft heißt er einfach Onkel, obwohl sich also Onkel bester Gesundheit erfreut und sich in sein Landhaus zurückgezogen hat, versäumt es Frau Debisch nie darauf hinzuweisen, dass dies einmal Onkels Wohnung gewesen ist. Hier im Spiegel habe ich ihn gesehen. Hinter dem Spiegel ist er auch nicht. Hier hat Onkel immer gesessen. Na, was habe ich gesagt? Das ist Onkels Zeitungsständer. Das war sein Rauchtisch. Mein Gott, wenn ich an die Zeiten denke. Und diesen Sekretär, den hat er besonders geliebt. Darin verwahrte er seine ganz persönlichen Dinge. Cecilie sollte ihn mal bekommen. Ein Unglück, dass sie tot ist. War das denn ein Unglück? Ich meine, damals. War das wirklich ein Unfall? Gehört der Schlüssel hier zum Sekretär? Ja, wieso ist er rausgefallen? Papi hat extra abgeschlossen. Das weiß ich ganz genau. Vielleicht hat ihn der Einbrecher fallen lassen. Und Sie haben jetzt seine Fingerabdrücke verwischt. Na, dann hat er wahrscheinlich auch woanders noch welche hinterlassen. Oder war ich vielleicht selber der Einbrecher? Können wir nicht endlich mit diesem Unsinn aufhören? Ihr seht doch, dass niemand hier ist. Also? Wenn wir schon nachsehen, dann wenigstens gründlich. Wo ist denn dein Zimmer? Auf der anderen Seite der Wohnung. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Muss das sein? Meinst du, ich habe das nicht bemerkt? Was? Dass du jede Tür hinter dir abschließt. Hast du Angst? Das mache ich immer so. Dann kann sich hinter meinem Rücken niemand in ein Zimmer einschleichen, das ich schon durchsucht habe. Was? Ich meine, wenn ich allein bin. Hast du eigentlich mal daran gedacht, dass verschlossene Türen für Gespenster kein Hindernis sind? Was ist eigentlich hinter dieser Tür? Das ist ein alter Speisenaufzug. Der ist schon lange außer Betrieb. Und wo führt der hin? Was soll der da überhaupt? Wenn Onkel früher Gesellschaften gab, dann habe ich das Essen zubereitet und die Speisen kamen aus meiner Wohnung hier herauf. Gibt es da einen Schlüssel dazu? Nein, ich habe noch nie einen gesehen. Der Aufzug war immer verschlossen. Aber natürlich gibt es einen Schlüssel dazu und der muss auch hier heroben sein. Du hast aber doch sicher nichts dagegen, wenn ich mir den Aufzug noch mal genauer ansehe. Unten bei dir in der Wohnung. Dass mir der bei dir nie aufgefallen ist? Weil ein Schrank davor steht. Den man wegrücken kann? Den du dann aber wieder hinrücken wirst. Das kann man also. Ganz allein? Also hier kann er nicht
entwischt sein. Die Türe ist von innen verriegelt. Hier haust du also. Alles in Ordnung. Davon habe ich ja gar nichts gewusst, von diesem Tresor. Daheim bewahrt Papi Onkels Testament auf. Onkel hat ein Testament gemacht? Das ist ja interessant. Onkel hatte ursprünglich sein beträchtliches Vermögen ausschließlich zur Sicherung Cäcilies bestimmt. Nun war sie schon lange tot und es bestanden keine Zweifel, dass Frau Debisch an die Stelle der Haupterbin aufgerückt war. Onkel hatte allerdings sein ganzes Vermögen bis auf dieses Haus und das Landhaus verloren. Ein Umstand, der Viktors Vater die Bemerkung erlaubte: Die Debisch wird sich wundern, da bleibt nicht viel, wenn Onkel einmal die Augen zumacht. Wenn noch was sein sollte, du kannst ja bei Frau Debisch anrufen. Oder bei der Polizei. Zu Hause sein. Heute nicht, meine Eltern sind verreist. Und Viktor und deine Schwester? Interessiert mich nicht. Und Luise kommt erst um 4. Aber Viktor musste alleine essen zu Hause oder wie macht er das? Für die nächsten Tage schon alles fertig, braucht man nur noch aufzuwärmen. Ah, ja. Okay. Schön, auf Wiedersehen. Kannst du nicht wenigstens in der Mittagspause deinen Spielblock weglassen? Wenn es mir aber Spaß macht, du kannst es schon bestellen. Vielleicht kommt der Ober, wenn du ihn rufst. Herr Ober! Herr Ober! Weg ist er. Ich sag's ja, schau dir hier die Typen an. Vielleicht hast du dann doch mal eine Idee für einen schicken Anzug. Mode ist was für Frauen. Wird von Männern gemacht. Herr Ober! Übrigens, ich habe heute Abend keine Zeit. Mit dem anderen verabredet? Mhm. Kenn ich den? Wie kommst du auf den? Naja, wäre doch möglich. Ach Quatsch, meine Eltern sind verreist und ich muss auf Cora und Viktor aufpassen. Ich weiß nicht genau, hab schon lange nicht mehr gespielt. Wie lange? Wann hast du denn angefangen? Voriges Jahr, aber ich durfte nicht mehr. Warum? Die Schule, weißt du? Zu Hause ist, wenn man schlechte Noten hat, dann sind die immer gleich so. Mathematik, wenn ich schon daran denke. Mir macht das Spaß. Aber jetzt, wo ihr doch alleine seid, ich kann nämlich auch spielen. Ich weiß aber gar nicht, wo ich meine Tennissachen habe. Ich würde dir ja gerne helfen bei den Aufgaben. Und Ferien sind ja auch bald. Ich weiß nicht. Wollen wollte ich schon. Du kannst ja mal suchen, wo die Sachen sind.